Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein leckeres Brot und zwar mit Kürbiskern und Hanfsamen. Und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran. Wir benötigen für das Brot 400 Gramm Mehl, eine Packung Trockenhefe, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, 30 Gramm Hanfsamen, 30 Gramm Kürbiskerne, 1 Teelöffel Schwarzkümmel und Sesam gemischt, 250 Milliliter warmes Wasser und 1 Esslöffel Olivenöl. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Ich werde den Teig in einer Küchenmaschine machen. Ihr könnt selbstverständlich aber auch einen normalen Mixer mit einem Knethaken benutzen. Als erstes nehme ich die Hefe und den Zucker, ein bisschen von dem lauwarmen Wasser. Rühre alles gut um. Wenn die Hefe aktiv ist, kommt alles zusammen in den Mixer und wird gut durchgeknetet. Der Teig ist fertig. Das erkennt ihr daran, wenn an der Seite von der Schüssel nichts mehr kleben bleibt, dann ist der Teig fertig. So, ich nehme ihn jetzt mit dem Knethaken ab. So sieht jetzt unser Teig aus. Ich tue ihn jetzt in eine Schüssel mit Deckel und lasse ihn eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen. Nach einer halben Stunde ist der Teig dann auch wunderbar aufgegangen. Jetzt werde ich ihn auf einer bewegten Arbeitsfläche ein wenig kneten, eine längere Form geben und ich werde den in so einem Brotkorb nochmal gehen lassen. Wenn ihr keinen Brotkorb habt, dann macht ihr das einfach ganz normal. Also ihr formt einen Brotleib und lässt ihn dann auf dem Backblech, auf dem ihr es backen wird, nochmal eine halbe Stunde gehen. Während der Teig nochmal geht, heize ich den Backofen schon mal vor und zwar auf 190 Grad Umluft. So, eine halbe Stunde ist jetzt um. Das Brot ist richtig schön groß geworden und ist fertig, um in den Backofen zu kommen. Ich werde das jetzt ganz vorsichtig umkippen. Ich habe hier so ein Backblech und das habe ich mit Backpapier belegt. Und ich werde da jetzt ganz vorsichtig das Brot raufkippen. Wunderbar. Jetzt versuche ich mal, das einigermaßen hinzukriegen und werde da ein paar Schnitte reinmachen. Ich bestreiche das Brot jetzt noch mit ein bisschen Wasser, damit es schön knusprig wird. Ganz leicht. Der Backofen ist jetzt heiß. Ich habe da eine Schale mit heißem Wasser reingetan, damit sich ein bisschen Dampf entwickelt und das Brot auch wirklich schön knusprig wird. So, das Brot ist jetzt fertig und kann in den Backofen. Thank you.
leckeres Brot ist jetzt vollkommen ausgekühlt. Ich habe es auch schon angeschnitten. Es ist wunderbar mit einer ganz tollen Kruste und innen drin ist es super weich. Und die Kerne sind auch total lecker da drin. Probiert dieses Brot unbedingt mal aus. Es ist ja auch relativ schnell gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.